What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer neuen Folge Until Dawn. Es geht weiter, wir sind mit dem Chris hier stehen geblieben und schauen uns doch jetzt mal ein bisschen um. Wir brauchen immer noch einen Haarspray oder so. Das wäre der Plan gewesen. Hier funkelt etwas. Sonst ist hier, glaube ich, eh nichts. Okay, die Türe, die könnten wir hier öffnen, aber lasst uns noch ein bisschen hier umsehen. Vielleicht können wir sie auch gar nicht öffnen. Probieren wir es doch mal. Nö, das klappt in dem Fall ja eh. Hi Chris, wirklich witzig. Doch, warum habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Okay, dafür brauchen wir aber noch etwas. Also, lasst uns in den anderen Raum hier sehen, ob es denn irgendetwas gibt. Wer hat hier etwas eingeschlagen? Oh, hier ist es aber gewaltig dunkel, Freunde. Wie soll man denn hier großartig viel sehen? So, da kann er nicht vorbei. Na, was gibt es hier so, lieber Chris? Wie, da können wir auch nicht. Okay, dürfte soweit nicht hier sein. Da können wir auch nicht rein, also können wir eh nur in diese Richtung. Alter, so dunkel. Naja, würde mich nicht wundern, wenn ich hier etwas übersehe. Aber das ist auch schon nichts mehr. Gut, da drüben. Und da ist, hat die Tür gefunkelt, glaube ich, gell? Schauen wir uns das doch mal an. Hier ein Foto. Oh, ein Hinweis entdeckt. Das Abschlussballfoto. Da schauen wir doch mal. Ein Foto von Hannah, Sam, Mike und Emily beim Highschool-Abschlussball. 25.04.2013, bereit für den Senior-Abschlussball, okay. Hannah, Sam, Mike und Emily. Naja, hätten wir das Foto eigentlich drehen können? Ja, okay. Ach, das war dann das, was hinten drauf gestanden ist. Sehr gut, dann haben wir einen neuen Hinweis entdeckt. Dann sehen wir doch mal hier zu der Türe, denn hier funkelt es als nächstes. Auch hier keine Möglichkeit. Was soll denn das? Auch hier liegt nicht großartig viel herum. Aber hier gibt es noch einen großen Raum. Das wird wohl das Esszimmer sein. Und da funkelt auch etwas. Ein Telefon oder Anrufbeantworter. Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Okay. Ein weiterer Hinweis, Freunde. Er ist ein freier Mann. Da wird es wohl um den Brandstifter gehen. Nehme ich mal an. Warum funkelt das eigentlich weiter, wenn man es schon benutzt hat? Okay. Na gut. Ist denn das hier auch in den Hinweisen herin?
Ja. Eine Nachricht von einem örtlichen Polizisten über einen entlassenen Sträfling. Klingt wie eine Warnung. Okay. Dann dürften wir momentan eh noch nichts ausgelassen haben. Zumindest hoffe ich das. Wir werden jetzt mal die Treppe hinaufgehen, würde ich sagen. Denn hier unten gibt es, glaube ich, dann soweit nichts mehr. Wie gesagt, es ist sehr finster hier. Mal sehen, wir brauchen immer noch den Haarspray. Oder es war ein Haarspray. Warum schließt er hier nicht die Fenster? Es geht doch hier saukalt rein. Das könnte er doch jetzt schon machen. Hallo. Nichts hier? Nein. Okay, hier auch nicht. Immer umsehen, nichts verpassen, Freunde. Ja, wie groß denn das hier alles ist? Eine weitere Türe. Und hier ist nicht so weit. Okay, da können wir hinein. Dann öffnen wir doch diese Schublade, diesen Kasten und nehmen wir. What the hell? So ein Dreck! Ah. Alter, jetzt hat es mir übergerissen. Freunde. Perfekt. Wir frieren doch hier draußen. Ja, das danke, ist dann natürlich danke, heiß. Danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Oje. Zu Hause, Bro. Klar doch. Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Jetzt schauen wir doch mal, was sich denn hier aktualisiert hat. Da können wir umblättern. Matt sah Mike und Emily flirten. Ja, das stimmt. Und Matt stellte Mike zur Rede. Ja, okay. Und jetzt können wir auswählen. Warnen, halte dich von Emily fern oder herausfordern. Hab dich und M gesehen. Ich fordere es sehr gerne heraus, Freunde. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Pass bloß auf, Mike, oder... wie machen wir das? Ich traue ja der Emily nicht, das ist ja das Problem. Die ist ja einfach so eine... Boah. Wie würde ich jetzt sein? Ich würde dann trotzdem irgendwo misstrauisch. Mir entschuldigen tue ich mich jetzt nicht. Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst.
Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Ist mir egal. Ein bisschen Streit gehört schon dazu hier. Das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Alter, da geht schon zu zwischen den. Ich sage ja, die M, die mag ich gar nicht. Was sollen wir provozieren? Das ist unnötig, Jess, oder sollen wir entschärfen? Komm runter, M. Eigentlich können wir sagen, wir entschärfen die ganze Sache und reden unsere Freundin blöd an, dass sie runterkommen soll. Denn eigentlich sind wir ja auf sie sauer und nicht auf Jess, oder? Machen wir das so. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Oh, danke. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Ja, halt die Klappe, Jess, oder Emily, hör auf. Immer noch Emily. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike. Sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt. Oh, die sind nett. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teenjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teenjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also... Boah, Alter, ey. Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Alter, Freunde, mit der möchte ich mich gar nicht mehr aufwärmen. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Genau, teilt euch mal alle ein bisschen auf in dem Haus. Ja, wie man es halt so kennt aus Horrorfilmen. Ein Status-Update. Sexy. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese. Schauen wir mal kurz, was hat sich denn geändert? Ah, okay. Beziehungsstatus zu Jess wurde erhöht. Okay. Ist das gemütlichste? Und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostars? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet.
Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Okay, wir spielen jetzt in Mike. Sehen uns doch ein bisschen um hier wieder. Aber wir funkeln nichts, also runter da mit uns. Immer schön hinter der Chest, damit wir hier ihr auch auf den Hintern klotzen können, oder? Claro. Claro. So, gibt es denn hier etwas? Was stehst du da herum? Komm mit. Tschüss. Tschüss. Okay. Nochmal kurz auf die rechte Seite schauen. Ging es denn da weiter? Nö, ging es nicht. Dann schauen wir hier runter. Oh, es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Mhm. Da fällt uns schon irgendetwas ein. So, ich verpasse hier hoffentlich nichts. Immer die Befürchtung, etwas zu verpassen, Freunde. Aber das dürfte schon noch so in Ordnung sein. Und ich hoffe, wir können uns im Haus auch dann noch ein bisschen umsehen, denn da haben wir vorher ja noch nicht alles mitbekommen. Da blitzt etwas und da können wir weiter. Probieren wir doch mal. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Okay, da können wir also nichts machen. Genau, der Generator. Dann wird der Generator da hinten, da ist eine Hütte. Da wird der zu finden sein. Und es liegt ein Totem hier, Freunde. Ich glaube, dass es... Vielleicht generierst du mal mehr Eifer und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Okay, chill, ich schreie jetzt an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Okay, so. Wir schauen uns das Totem. Ist das ein schwarzes Totem? Nein, ein braunes, oder? Oh, ein Gefahrtotem. Okay, ja, 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 ja. Nicht stressen. Nicht stressen. Ein rotes Totem. Das war die Farbe Rot, okay? Die Bedrohung durch eine zukünftige Gefahr. Dann können wir das hier wieder ansehen. Was kam dazu? Etwas später sind die Bergleute. Etwas später sind die Bergleute. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Okay. Aßen Menschenfleisch. Okay, das dürfte das gewesen sein. Und hier eben... Maskiert, Freunde, maskiert. Gut, jetzt schauen wir aber, dass wir endlich den Generator in Gang bekommen. Sonst werden wir noch länger hier angemault. Okay, mal sehen. Mal sehen. Runter. Sehr gut, Mikey. Mhm. Und gleich nochmal. Du bist echt genial. Ja, das wissen wir doch. Wow. Wow, wow, wow. Gibt es noch etwas hier? Ich denke nicht. Hey, du stehst mir im Weg. Hallo? Hallo? Okay, dann gehen wir wieder zu dem Gartentor. Jetzt dürften wir ja ohne Probleme durchkommen. Aber wir werden auf jeden Fall beobachtet. Immer noch. Die ganze Zeit eigentlich schon. Okay. Na da! Sesam, öffne dich! Ziemlich gut, sehr oder? Gut. Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Ich hab die Hits, okay.
Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist ein Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Ein Sexurlaub. Es ist halt schon so richtig klischeehaft alles hier, gell? Aber trotzdem cool. Naja, die Hütte ist ja gar nicht so... Oh, okay. Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Mögen Sie in Frieden ruhen oder fragen, woran erinnerst du dich? Ich würde sagen, wir lassen Sie in Frieden ruhen. Tja, wo auch immer Sie sind, Sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an Sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Ja, Freunde. Status-Update, was hat sich dadurch verbessert oder verschlechtert? Romantisch, wir sind romantisch geworden und bei Jess auch nochmal gestiegen. Okay, dann gehen wir danach. Die Hütte ist auf jeden Fall sehr weit weg, die ist gar nicht so nahe. So, komm, liebe Jess. Schauen wir, ob wir ohne Probleme in unsere Hütte kommen. Oder ob doch irgendetwas... Wow. Wow, Freunde, was war das für ein Geräusch? Was war das? Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Na toll. Hier können wir gar nichts machen in diesem Sinne. Weißt du was? Dann gehen wir rechts weiter hin. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Machen wir das? Wow! Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Schieb die Lore weg oder heroisch, ich springe runter. Vorsichtig. Na, ausschaffen haben wir es jetzt nicht. Wir springen runter. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Klaro, machen wir gleich. Vorerst schauen wir uns ein bisschen um hier. Aber ich glaube, hier gibt es nicht großartig was. Momentan zumindest nicht. Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben! Okay. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Okay. Steht uns das hier im Weg? So, was gibt es hier Schönes? Auch ein netter Weg, mal zu unserer Hütte zu kommen. So wird es ein bisschen spannender. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, du Scheiße. Oh. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Das hätte ich jetzt aber bald verkackt mit dem Quicktime-Event, Freunde. Das habe ich nicht ganz so schnell mitbekommen. Oh, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte. Okay.
Wo sollen wir hingehen? Hier teilt es sich auf, Freunde. Schauen wir hier noch. Das sieht so aus, als würde es vielleicht anstehen. Was haben wir hier? Oh, wieder ein Totem. Ein weißes. Ein Glückstotem. Das sehen wir uns natürlich sofort an. Eine Prophezeiung des Glücks. Hier ist das neue Totem. Was passiert hier? Und was ist neu dazugekommen? Etwas später sind die Bergleute. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Okay, wir brauchen uns nicht immer alles ansehen. Bis ein Einsturz dürfte das neue gewesen sein. Das hoffen wir passiert jetzt aber nicht, wenn wir hier unten sind. Einen Einsturz wollen wir nicht haben. Gut, dann hat sich das aber erledigt. Dann gehen wir diesen Weg hier entlang. Denn einen anderen gibt es dann eh nicht mehr. Und mal sehen, ob wir jetzt unversehrt zu unserer Hütte kommen. Irgendetwas hat da geblinkt. Oh, oh. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Findest du das? Aber da gab es doch irgendetwas. Ich schaue jetzt da noch rein, lieber Jess. Tut mir leid. Ja, genau, hier. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ein Hinweis entdeckt. Wer wohl hier war? Schauen wir uns diesen Hinweis hier an. Da ein ausgedrückter Zigarrenstummel sieht noch frisch aus. Es muss noch jemand auf dem Berg sein. Ja, wer wird denn das wohl sein, Freunde? Noch etwas hier, oder? Ja, da ist noch etwas. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Das ist die Frage. Was zeigt das? Seltsame Symbole, die an die Wand der Mine gemalt wurden. Ihre Bedeutung ist unklar. Es geht weiter mit den ganzen Hinweisen, Freunde. Das wird es hier gewesen sein. Hier wird es nicht mehr geben. Gut, Chest, dann schauen wir doch mal, dass wir hier rauskommen. Jedoch, Freunde, nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefällt euch, dieses Projekt. Lasst mir doch eine Bewertung da, wenn ihr Bock habt. Abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Und somit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.